Nach dem Jahreswechsel 1999 sinken die Bestände rapide. Am 31. Dezember 1999 konnten noch 331 aktive Maschinen gezählt werden. Ein Jahr später sind es nur noch 280. Wie gehört, waren die Nürnberger Maschinen auch auf der Frankenwald- und Saaletalbahn unterwegs. Hier auf dem Viadukt in Ludwigsstadt. Nicht alle Züge fahren weiter Richtung Thüringen. Wie früher enden sie in Ludwigsstadt. Auch nach der Jahrtausendwende gibt es noch Silberlinge. Jetzt natürlich mit neuem DB-Logo. Der Zug ist auf dem Rückweg nach Nürnberg. Mit der Aufgabe der 141er Unterhaltung in Nürnberg enden im Frankenland die Einsätze. Abgelöst durch E-Loks der Baureihen 111 und 143 oder durch Triebwagen.